Willkommen im Paula Modersohn-Becker-Museum. Mein Name ist Frank Schmidt und ich möchte Sie und euch jetzt gerne mit auf einen Rundgang durch unsere neue Ausstellung Berühren führen, die noch bis zum 24. Januar hier im Museum zu sehen sein wird. Das Foto wirkt wie ein Bild aus vergangenen Zeiten. Wir sehen in drangvoller Enge einen Museumsbesuch. Wir sind in den Stanzen des Raphael, in den Vatikanischen Museen in Rom. So kannte man das bis zur Corona-Epidemie. Massen, die sich hindurchdrängen durch die Seele und die auf dem Weg sind in die Sixtinische Kapelle. Das ist eine Fotoarbeit von Thomas Struth, einem der wichtigen Vertreter der Düsseldorfer Fotoschule, der aus der Serie seiner Museumsbilder. Und wir haben es deswegen in den Eingangsbereich dieser Ausstellung gehängt, weil es uns eben noch mal vor Augen führt, wie wichtig oder wie nah wir mit Berührung zu tun haben, dass Berührung gerade auch bei Blockbuster-Ausstellungen in Museen eine große Rolle spielt. Auch die unangenehme Berührung sicherlich, eine drangvolle Enge. Man sieht das auch teilweise in einzelnen Gesichtern, die ein bisschen erschrocken sind, die ermüdet sind von diesem Museumsbesuch. Das finden wir heute in Corona-Zeiten nicht mehr. Deswegen ein Bild aus alten Zeiten, wenn man so möchte. Aber es zeigt auch noch etwas anderes für uns, denn in der Entstehungszeit dieser Fresken von Raphael war das ein sehr exklusiver Ort gewesen, wo nur der Papst und die Kurie sich aufhalten konnten. Heute ist es ein Massenphänomen. Auch da spielt dieses Moment der Berührung in der Kunst, der direkte Zugang zur Kunst, eine Rolle. In der Bibel gibt es viele Geschichten, die mit Berührung zu tun haben, und eine ganz in der Tat berührende ist die von Jesus und Maria Magdalena. Maria Magdalena ist am Grab und sieht im Garten eine Person, die sie für einen Gärtner hält, und kommt näher und erkennt, dass es Jesus ist, der auferstandene Jesus. Und sie sinkt nieder und will ihn berühren, will wirklich erkennen, wahrhaben, ist er es wirklich, der gestorben ist am Kreuz, der mir da begegnet ist. Und Christus, man sieht das hier sehr schön in dem Bild von Pietro da Cortona, ein Barockmaler aus dem 17. Jahrhundert, weicht von ihr zurück, entfernt sich von ihrer ausgestreckten Hand und sagt die Worte: Noli me tangere, berühre mich nicht, ich bin noch nicht aufgefahren zum Herrn. Ist also ein Glaubensbekenntnis, du musst glauben, ohne zu wissen, ohne mich berührt zu haben. Also die Nichtberührung ist hier ein essentielles Thema, deswegen wichtig für uns in dem Kontext unserer Ausstellung. Fast 400 Jahre liegen zwischen diesen beiden Bildern. Das sind zwei der Hauptwerke unserer Sammlungen. Einmal Paula Modersohn-Becker, das Bildnis am 6. Hochzeitstag von 1906, die Ikone unserer Sammlung, und aus dem Ludwig-Roselius-Museum Lukas Cranach der Ältere, der Schmerzensmann. 400 Jahre, aber sie berühren uns beide auf unterschiedliche Art und Weise. Bei Cranach ist es ganz klar ein Andachtsbild für den privaten Kontext gewesen. Derjenige, der vor diesem Bild war, sollte die Leiden Christi miterleben, und so steht uns Christus gegenüber, zeigt hier mit der geöffneten Hand seine Wunde, umrahmt sie sozusagen, hebt sie hervor, das Blut fließt heraus, und mit einem sehr leidenden Blick schaut er uns an, und die Compassio, das Mitleiden, soll hier mit zum Ausdruck gebracht werden. Uns soll bewusst werden, er ist für uns am Kreuz gestorben, um unsere Sünden von uns zu nehmen. Das bringt dieses Bild berührend zum Ausdruck. Und bei Paula Modersohn-Becker ist es ein anderer Hintergrund. 1906 zeigt sie sich an ihrem 6. Hochzeitstag, aber sie ist gerade in einer Umbruchssituation ihres Lebens. Sie will sich von ihrem Mann trennen, sie ist nach Paris gezogen, möchte dort sich als Künstlerin verwirklichen. Und dieses Bild zeigt das. Sie zeigt, ich bin Malerin, auch das Format deutet das an, das bin ich, so hat sie in den Brief geschrieben. Und gleichzeitig
umgreift sie mit den Händen oder rahmt sie mit den Händen ihren gewölbten Bauch. Das hat immer dazu geführt, dass man gesagt hat, sie ist dort schwanger. Das ist sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber es drückt ihren Wunsch aus, ein Kind zu bekommen, also Mutter zu werden und gleichzeitig aber auch Künstlerin zu sein. In diesem Zwiespalt, also auch das ein berührendes Bild, was auch aus dem Blick der Künstlerin spricht. Ja, von ganz entscheidender Bedeutung im Sinne der Berührung ist die Mutter-Kind-Beziehung, die Berührung für die Entwicklung des Kindes, für die Gesundheit, für die körperliche Entwicklung, die geistige Entwicklung ganz entscheidend. Das wissen wir heute aus der Forschung. Paula Modersohn-Becker hat das schon gewissermaßen antizipiert in ihrem Meisterwerk von 1906. Eine nackte, große, liegende Mutter und das Kind schmiegt sich ganz sanft an sie. Die Verbindung der beiden ist archaisch groß dargestellt, in großen Formen, aus der Zeit eigentlich genommen. Das ist zwar ein Modell, was sie gehabt hat, aber letzten Endes ein überzeitliches Thema, was von Anbeginn der Welt an entscheidend war. Und wenn wir hier daneben das Bild von Max Pechstein anschauen, etwas später entstanden, dann hat sich das ein bisschen geändert. Das ist natürlich jetzt kein Kleinkind mehr. Das ist die Ehefrau von Max Pechstein, dem Maler. Das ist sein Sohn Frank in der Hängematte. Aber es zeigt auch diese Nähe der beiden, die Verbundenheit, die sich dadurch ausdrückt, dass die beiden eben nackt in dieser Hängematte ganz zufrieden beisammen sind. Und hier also auch das Thema Berührung ganz wichtig ist. Man sieht das auch kompositorisch, wie hier das eine ineinander übergeht, dieses Bein, was anatomisch völlig falsch ist, aber trotzdem wie ein Rahmen, wie eine zweite Hängematte sozusagen fungiert für dieses Kind und hier diese unmittelbare Nähe und Berührung zum Ausdruck bringt. Ja, wir haben hier eine Skulptur von Bernhard Höttger aus dem Jahre 1904, Les Adieux. Wir sehen ein nacktes Paar sich gegenüber, Les Adieux, der Abschied wird dargestellt. Beide trauern, haben den Kopf gesenkt und umfassen sich. Und das Spannende hier ist, dass wir die Gesichter kaum erkennen können. Wir müssten also nach unten gehen, um dieses Frau zu erkennen oder hierhin gehen. Es geht wirklich um die Nähe der Körper, die Berührung durch die Hände. Also das Motiv der Berührung, dieses Urwollen auch des Menschen, sich zu berühren, um Empfindungen darzustellen. Manchmal, man kennt das ja auch bei Trauerfeiern, der Partner kommt einem entgegen und man hat keine Worte und man berührt ihn einfach als Trost. Und das kommt hier einfach sehr schön in dieser wunderbaren Skulptur zum Ausdruck, die in Frankreich entstanden ist, angelehnt an Werke von Auguste Rodin, den Höttger sehr geschätzt hat. Und daneben haben wir eine Fotografie von Robert Mapplethorpe, einem amerikanischen Fotografen, die im Bereich der Fotografie etwas Ähnliches macht. Auch hier erkennen wir nicht die Gesichter der beiden Protagonisten. Wir sehen, dass sie sich umarmen, wie die Umarmung ist im Zentrum, wie die Arme sich umschlingen. Und das hat einfach wunderbar natürlich zu dieser Arbeit gepasst. Diese Arbeit ist kein Originalabzug, den man normalerweise aus Amerika hätte bekommen können. In Corona-Zeiten waren Transporte nicht möglich, Kuriere konnten die Bilder gar nicht begleiten. Und die Mapplethorpe Foundation, die das Erbe bewahrt, hat uns gestattet, einen Nachdruck sozusagen auf einer Datei basierend zu produzieren, sie zu rahmen und so auszustellen. Es ist also kein Original in Anführungszeichen, aber es ist ein Werk, was zeigt, was auch im Ausstellungsbereich es für Änderungen gibt durch Corona, transportbedingt und so weiter. Und das ist eben auch ein Teil dieser Ausstellung. Ja, in den bisherigen Räumen ging es um positive Berührungen, zärtliche Berührungen,
liebevolle Umarmungen. Aber Berührung kann auch negativ sein, kann ungewollt sein, nicht gewollt sein und kann eine Grenzüberschreitung sein. Und in dieser Arbeit, in dieser Performance von Marina Abramović und Ulay kommt das sehr schön zum Tragen. Die beiden sind dafür bekannt, dass sie mit ihrem Körper arbeiten, den Körper sehr stark einsetzen, häufig auch den nackten Körper und ihn mit in ihre Performances einbeziehen. Und hier bei dieser Arbeit 1977 in Köln entstanden, knien sich die beiden gegenüber und beginnen sich erst ganz langsam, dann immer intensiver zu ohrfeigen. Mit der Regieanweisung, wir ohrfeigen uns abwechselnd, bis einer von beiden aufhört. Das geht also an die Grenzen, auch die körperlichen Grenzen. Man wird das dann sehen, dass es wirklich, dass es weh tut tatsächlich, dass sie auch ermüdet sind am Ende von diesen Schlagen, das immer heftiger wird. Und damit ist es eine Arbeit, die sehr schön auch in diese Zeit passt, in der gerade Künstlerinnen immer mehr mit ihrem Körper arbeiten, ihn einsetzen und diese Grenzerfahrungen auch suchen. Nähe kann ja etwas sehr Schönes sein, aber es kann auch etwas Unangenehmes sein, was diese Arbeit von Pippi Lotti-Rist, glaube ich, sehr schön zum Ausdruck bringt. Die Künstlerin klebt quasi an der Scheibe, bewegt sich auf und ab. Wir sehen ihre Abdrücke, die sich bilden, wenn sie geschminkt ist, verschmiert so leicht die Schminke auf der Scheibe. Sie ist uns unglaublich nahe gerückt, erinnert so ein bisschen an die Art und Weise, wie wir heute die Welt erfahren, über Tablets, über blanke, spiegelnde Oberflächen auf unseren Smartphones. Sie sind uns ganz nahe, aber gleichzeitig sind wir ja auch geschützt gewissermaßen und durch die Scheibe von ihr getrennt. Auch hier wieder eine Künstlerin, die unglaublich stark ihren Körper mit einsetzt in ihren ganzen Arbeiten, in ihren Performances. Und die gleichzeitig ja auch ein Kunstwerk erschafft durch den Abdruck. Es gibt von Yves Klein gibt es Arbeiten, wo er einen Frauenkörper in blauer Farbe getränkt über eine Leinwand oder ein Papier geschleift hat, also mit dem Körper einen Abdruck gemacht hat. Oder denken Sie an die Leichentuch der Heiligen oder das Tuch der Heiligen Veronika in Turin, wo wir einen vermeintlichen Abdruck von Christus hat. Und so etwas Ähnliches schafft im Prinzip Pippi Lotti-Rist ist auch mit dieser Arbeit, der man sich nicht wirklich entziehen kann. Hier gegenüber gleich drei Fotografien von Michael Wolf, einem Fotografen, der eine Serie gemacht hat 2010, 2009 in Tokio, hat er in der U-Bahn gefilmt. Dort ist es so in der Rush Hour, dass dort außen Menschen sind am Bahnsteig, die die Passagiere sozusagen reindrücken in die Waggons. Die sind wirklich wie Konserven da reingepresst und er hat sie von der anderen Seite durch die Scheibe, durch die beschlagenen Scheiben fotografiert. Das Leiden, die Abdrücke, die wir auch schon bei Pippi Lotti-Rist gesehen haben, kann man hier auch erkennen und vor allen Dingen natürlich auch bei ihm, der wirklich leidend dort steht mit seiner Maske und die Hände fast gefaltet, ein Andachtsmoment, also ein in der Tat berührendes Bild, das uns Michael Wolf hier aus dieser alltäglichen Szene gegeben hat. Stefan Balkenhol bringt uns mit seinen tanzenden Paaren ein anderes Thema nahe, was mit Berührung zu tun hat. Tanz ohne Berührung ist möglich, aber nicht so schön. Und wenn wir so durch diesen Wald an Skulpturen schreiten, dann wird uns nach und nach bewusst, wie ähnlich diese Figuren sich sind. Die Männer immer mit dunkler Hose, weißem Hemd, die Frauen mit Kleidern, zwar unterschiedlich bemalt, aber dennoch relativ uniform. Und wenn wir ein bisschen genauer rangehen, dann sehen wir, dass die Paare sich nie anschauen, immer ein bisschen aneinander vorbei schauen. Sie wirken in ihrer Haltung tatsächlich, es sind Holzskulpturen, ein bisschen hölzern in der Anmutung, aber gleichzeitig sind wir als
Betrachter, dadurch, dass diese Figuren etwa auf Augenhöhe sind, mit einbezogen. Wir werden in diesen Tanz, in diese Bewegung mit hineingeführt. Aber gleichzeitig, wenn wir uns die gesamte Arbeit anschauen, die gesamte Installation, wird uns auch bewusst, dass es hier um Abstand geht, um Isolation. Tanz als ein, wenn man so will, auch soziales Phänomen, ein Gefüge. Und gleichzeitig sind es aber auch Statthalter, wenn man so möchte, für soziale Befindlichkeiten in unserer Gesellschaft mit diesem Abstand. Und aktuell passt der Abstand natürlich auch in die Corona-Zeit mit hinein.